Herzlich willkommen zu diesem kurzen Beitrag. Ich habe ihn unter den Titel gestellt, meine größte Freude über ein Weihnachtsgeschenk bisher. Weil Weihnachten vor der Tür steht, meine Frage an dich, kannst du dich erinnern an ein Weihnachtsgeschenk, das vielleicht schon länger zurückliegt, wo du so richtig dich drüber gefreut hast? Wo du eben auch jetzt noch diese Freude irgendwie ein bisschen nachspüren kannst. Und mit dieser Freude gehen wir jetzt in einen Text und dann schauen wir, was da drinnen steht über Freude. Im Psalm 19, die Verse 8 und 9 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Also hier haben wir ein Wort, das hier vier verschiedene Namen hat. Also ein Reden Gottes mit vier verschiedenen Namen, Gesetz, Zeugnis, Befehle, Gebot des Herrn. Alles kommt von ihm. Er hat es aufschreiben lassen und er hat es an uns überliefert bis heute, trotz vieler widriger Umstände. Aber nachdem er souveräner Herr ist über die ganze Schöpfung, kann er natürlich auch das. Ja, und wenn er zu uns redet, dann hat das eine wirklich wichtige Bedeutung. Und es ist, wir tun gut daran, auf dieses Reden zu hören. Die Eigenschaften dieses Wortes, davon sind hier nur einige angeführt. Wir haben ja auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt, aber die sind schon einmal sehr gewichtig. Es ist vollkommen. Es ist zuverlässig, es ist richtig und lauter. Also Dinge, die wir erwarten von etwas, an das wir glauben sollen oder das wir für uns als wichtig und notwendig aufnehmen sollen. Also wenn Gott zu uns redet, dann gilt das. Und was sind die Wirkungen? Ja, die sind natürlich Dinge, die wir uns sehr gern und immer wieder wünschen. Es erquickt die Seele, macht weise, erfreut das Herz, erleuchtet die Augen. Alles Dinge, wo wir uns danach sehnen. Und wenn wir an das Weihnachtsgeschenk denken, dann ist diese Freude von damals noch in Erinnerung, okay, aber sie ist längst verblasst und ja, hat jetzt keine Auswirkungen in meinem Alltag. Genau das aber haben wir hier. Ja, wie das? Weil das Wort Gottes ein Geschenk an uns ist. Das heißt, nicht nur, ich kriege vielleicht eine Bibel geschenkt und dann stelle ich sie irgendwo hin, sondern das Geschenk besteht darin, dass wir Menschen von uns aus unfähig, aber von ihm gewünscht, von Gott gewünscht, Beziehung bekommen mit ihm. Eine Beziehung, die vor dem Sündenfall ja da war und wo das ja gegolten hat, dass der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen auch so ihm gegenüber war. Aber genau das haben wir ja durch die Sünde irgendwie verloren. Und dieses Ebenbild, das steht auch in der Schrift, das ist uns Christus jetzt geworden, der ja auch Mensch war und als solches Ebenbild ein vollkommenes Ebenbild, bis zu seinem Tod am Kreuz. Als unschuldiger, vollkommener Mensch hat er sein Leben gelassen für uns, damit wir im Glauben an ihn das haben. Zugang zu Gott und die Möglichkeit durch sein Wort, aus Glauben und durch das Hineingraben, durch das Lesen, durch das Hören, durch das Vertrauen darauf und das Handeln danach, dass wir diese Umgestaltung wieder erleben zu diesem Ebenbild. Wir werden es hier in diesem Leben nicht erleben, keiner von uns, aber wenn wir dann bei Gott sein werden, alle, die an Jesus so glauben und ihm so nachgehen, die werden das erleben. Aber schon jetzt, und das soll ein bisschen so unser Punkt sein heute, schon jetzt dürfen wir, indem wir uns dem Herrn gegenüber hinsetzen, im sinnbildlich jetzt gesprochen, sein Wort aufschlagen und da drin lesen, dürfen wir sein Reden hören. Zu uns
Wir dürfen zu ihm reden im Gebet. Und dann erleben wir das. Es erquickt die Seele, was der Herr macht. Er macht uns weise. Er erfreut das Herz und er erleuchtet unsere Augen, die Augen des Herzens. Und genau diese Wirkungen wünsche ich dir, mir, uns allen für diese Weihnachten und natürlich auch weiterhin im Leben. Und immer mehr und mehr davon, weil das hört nicht auf. Wenn wir am Herrn bleiben, haben wir eine Ewigkeit, in der das immer noch mehr wird. Das sind Aussichten. Alles Gute.